Zwei Unterstandslose waren wegen eines kleinen Diebstahls angeklagt. Sie hatten vom Lastwagen einer Weingroßhandlung 2 Flaschen Wein gestohlen. Barmherzigkeit. Ich hätte ja den Wein für meine alte Mutter gebracht. Die feiert morgen in Lenz ihren 90. Geburtstag. Ich selber bin doch ein Anti-Alkoholiker. Ich stehe höchstens eine Flasche Limonade, wenn es leicht geht. Aber der Wein, der kann mir gestohlen bleiben. Und für mich ist der Wein eine Medizin. Ich habe nämlich die hinfallende Krankheit. Jetzt, wo überall glatt es ist, geht es mir besonders schlecht. Aber wie ich einen Schluck Wein mir habe, kriege ich einen Paradegang wie ein Gardesoldat. Darum möchte ich bitten, dass ich aus medizinischen Gründen freigesprochen werde. Von Ihrer hinfallenden Krankheit erzählen Sie hier besser nichts. Im Akt steht, Sie führen in Ihren Kreisen den Namen Farmyoshi. Ich habe mich bei Kollegen erkundigt, das Wort bedeutet so viel wie Schaum-Josef. Sie sollen nämlich schon öfters unter Vortäuschung der hinfallenden Krankheit Spitalspflege in Anspruch genommen haben. Um den Rettungsort zu täuschen, nehmen Sie stets etwas Waschpulver in den Mund und erzeugen dadurch die Symptome eines Epileptikers. Verleumdung! Schaut, dass ich jetzt keinen Anfall habe, Herr Rat. Sonst könnten Sie sehen, Herr Staatsanwalt, wie ich bedient bin. Ich heiße bei meinen Haberer nur deswegen Farmyoshi, weil ich gerne Bier mit viel Farm trinke. Wie gesagt, alles nur wegen der Gesundheit. Nachdem der Richter festgestellt hatte, dass der Erstangeklagte keine Mutter in Leins und der Zweitangeklagte keine ernstzunehmende Krankheit hat, wurden beide zu je 14 Tagen strengen Arrestes verurteilt. Nehmen wir's an, fragte Farmyoshi seinen Komplizen. Für 4 Liter Burgenland eigentlich ein bisschen viel.